Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Heute wieder virtuell zum Auswärtsspiel in Leipzig am Samstag um 15.30 Uhr. Ich begrüße sehr herzlich unseren Sportgeschäftsführer Sami Arabi und unseren Cheftrainer und das heutige Geburtstagskind Uwe Neuhaus. Uwe, an dieser Stelle auch nochmal alles Liebe und Gute zum Geburtstag, vor allen Dingen Gesundheit und sehr viele Siege mit Arminia noch in dieser Saison. Danke, danke. So, dann lassen wir noch den letzten offenen Gast herein. Und dann ist jetzt Zeit für eure Fragen zum Spiel in Leipzig. Ich bitte um virtuelle Handzeichen. Oder plant ihr erst noch das Geburtstagslied? Ah, ne, Philipp Kreuzer hat die erste Frage. Bitte, Philipp. Ja, fange ich mit Happy Birthday an. Nein, Herr Neuhaus, wie kann es in Leipzig gelingen, mehr Torgefahr zu erzeugen? Gegen Leverkusen war es nicht ein Torschuss. Ja, es muss ja mehr werden. Wie wollen Sie es machen? Ja, das war natürlich Thema in dieser Woche. Das liegt nicht an einem oder zwei oder drei Spielern, die jetzt für die Offensive zuständig sind, sondern insgesamt an der Mannschaft. Wir müssen uns wieder mehr zutrauen, ja, das Spiel, was wir auch schon gezeigt haben, noch mehr forcieren, brauchen dazu natürlich viel Bewegung, müssen uns immer anbieten, müssen Räume schaffen, Räume belaufen. Das ist sehr intensiv, aber es kann dann auch erfolgversprechend sein. Das war auch gerade noch Thema. Ich bin jetzt auf dem letzten Drücker auch zur PK gekommen, habe mit einigen Spielern gesprochen, die auch ihre Ideen mit eingebracht haben, was wir verändern können. Das kann beim Anlaufen vorne beginnen, geht dann über den eigenen Ballbesitz. Ich glaube, dass wir diese Woche ja schon sehr intensiv daran gearbeitet haben. Inwieweit kann das denn für Arminia ein Vorteil sein, dass RB jetzt am Dienstag noch in Paris gespielt hat, also ja, eine Doppelbelastung hat? Ja, in den letzten Wochen hatten wir einige Gegner, die Doppelbelastung hatten. Ich glaube, dass diese Mannschaften so aufgestellt sind in der Breite, dass sie schon dann keinen großen Leistungsabfall zu erwarten haben. Also, ob es unbedingt ein Vorteil ist, glaube ich jetzt im Moment nicht. Dann machen wir jetzt weiter mit Mareike Zeck vom WDR, danach Dirk Schuster vom Westfalenblatt und danach Michael Richter vom Kicker. Ja, anschließend an die erste Frage des Kollegen. Bei der Entwicklung von mehr Torgefahr, welche Rolle kann da Vogelsammer spielen? Naja, der ist schon ein Baustein, der so nach und nach natürlich dann auch wieder ja, immer näher an die Startelf dann auch heranrückt. Dürfen nicht vergessen, das haben wir nach seiner ersten Verletzung auch gesehen, dass es schon eine gewisse Zeit bedarf, um wieder in Topform zu sein. Er macht im Training die Torschluss- oder Torabschlussaktion, die er hat. Da hat er richtig viel Qualität gewonnen. Ihm fehlt natürlich noch der Spielrhythmus, so die normalen Situationen, gerade auch in der Defensivarbeit. Aber er macht gute Fortschritte. Ob es für Leipzig reicht, müssen wir mal sehen. Neuhaus, nach dem Spiel bei Union Berlin war ja klar, dass es eigentlich sehr viele Baustellen gab, sehr viele Ansätze für Sie. Inwieweit kann die verbesserte Defensivleistung, ja deutlich verbesserte Defensivleistung dann im folgenden Spiel gegen Leverkusen, auch wenn das Spiel dann verloren gegangen ist, für Sie eine Hilfe sein, zu sagen, wir sind doch irgendwo ein Stück weit auf dem richtigen Weg, wir müssen nur vielleicht in kleinen Schritten arbeiten? Ja, eine gute Defensivleistung ist, glaube ich, in jedem Spiel notwendig. Union Berlin hat weder defensiv noch offensiv irgendeine Leistung, die positiv war. Den ersten Schritt haben wir jetzt gegen Leverkusen gemacht, defensiv gut zu stehen. Aber auch das müssen wir noch verbessern, müssen dann auch immer auf den jeweiligen Gegner auch gewisse Dinge berücksichtigen, die dann auch noch kleine Veränderungen beinhalten. Aber vor allem das Spiel offensiv. Ich glaube, damit steht und fällt auch unser Selbstvertrauen. Wenn man länger im Ballbesitz ist, wenn man länger den Ball behaupten kann in den eigenen Reihen, wenn man torgefährliche Aktionen hat, dann spiegelt sich das auch auf Selbstvertrauen wider. Das ist, denke ich mal, klar. Nur wir müssen es auf dem Platz umsetzen. Das ist Voraussetzung. Und,
kleine Schritte, glaube ich, sind schon wichtig, die wir nach vorne machen. Ich will jetzt nicht das Spiel Leipzig ausklammern, weil danach kommen auch Spiele, die vielleicht aber auch ein bisschen anders ablaufen, damit gegen Gegner, die jetzt vielleicht nicht zu den ersten sechs gehören, wird es nicht automatisch besser laufen. Dafür muss man viel tun. Darauf haben wir uns auch in dieser Woche verständigt und das weiß die Mannschaft. Wir können jetzt nicht sagen, okay, Leipzig haben wir nochmal einen Top-Gegner, dann fangen wir nächste Woche an. Nee, wir müssen die anderen Spiele auch jetzt gegen Leipzig schon vorbereiten, um dieses Selbstvertrauen auch wieder zu erlangen, dass wir auch eine gute Mannschaft sind, die ordentlich Fußball spielen kann. Das muss auch in Leipzig sein. Uwe, von mir auch erstmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem heutigen Ehrentag. Alles Gute. Ja. Ich hoffe, dass ich eben am Anfang nicht wieder was verpasst habe. Ich hätte gern gewusst, wie weit denn bei diesem Weg nach vorne, bei diesem Spiel nach vorne, was Sie ja eben skizziert haben, was nötig ist, Arne Meyer ein Faktor sein kann. Auch Stichwort kleine Schritte. Wie kann man ihn ranführen jetzt nach gesundheitlichen und privaten Belangen, dass er ein Faktor sein kann für das Spiel nach vorne? Das ist der erste Teil der Frage. Und zweitens, Sie haben es ja auch gerade eben schon gesagt, der Spielplan beschäftigt Arminia schon, ja, seit er eigentlich veröffentlicht worden ist, mit den vielen Hochkarätern, die jetzt da gewesen sind. Und ich habe so den Eindruck, dass so ein bisschen so im Umfeld zumindest oder bei Leuten, mit denen man spricht, so der Gedanke entstanden ist, okay, Leipzig, das haken wir jetzt ab, möglichst nicht verprügeln lassen und dann geht die Saison los. Ist das auch so ein bisschen so ein Geist, gegen den Sie in der Mannschaft arbeiten müssen, weil schließlich jedes Spiel wichtig ist? Oder ist es tatsächlich so, dass man jetzt sagen wir einmal den Helm nochmal aufsetzt, um dann wirklich in diesem doch wichtigen Schlüsselspiel eine Woche später gegen Mainz dann voll am Start zu sein? Ja, erstmal zu Arne Meyer. Er hat jetzt natürlich ein paar Tage ausgesetzt. Ist halt seit gestern wieder bei der Mannschaft. Also fürs Wochenende wird schon schwer, ihn in einer Top-Verfassung auf den Platz zu schicken. Ich weiß nicht, ob ich ihm da einen Gefallen tun würde. Ich habe es ja schon, als er zu uns gestoßen ist, in Wolfsburg gemacht, dass er, obwohl er eine Verletzung vorher hatte, dann recht früh wieder gespielt hat. Ich habe auch gerade noch mal ein Gespräch mit ihm geführt und habe ihm gesagt, ich möchte oder mein Ziel ist es, und dass wir von seinen Qualitäten überzeugt sind, ist definitiv klar. Aber mein Ziel ist es, ihn topfit in ein Spiel zu schicken, damit er auch zeigen kann, was er drauf hat und dass er auch dieser Mannschaft wirklich helfen kann. Ja, das andere, was im Umfeld passiert oder geredet wird, kriege ich gar nicht so richtig mit. Aber ich habe ja schon gesagt, dass für mich wichtig ist, nicht dieses Spiel Leipzig als ja, Spiel anzusehen, wo wir chancenlos sind und sagen, Hauptsache nicht hoch verlieren. Nein, ich finde die anderen Wochen, die werden ja vom Kopf her noch anstrengender, noch schwieriger, wenn es auf einmal zu Hause gegen Mainz geht, dann in Freiburg, wo jeder sagt, oh, jetzt müssen sie aber, dann ist der Druck im Kopf noch viel, viel größer. Wir brauchen für diese Spiele eine gewisse Lockerheit, die Überzeugung, dass es funktioniert. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass wir es in Leipzig schon beweisen müssen. Inwieweit uns das gelingt, werden wir sehen. Aber das muss unser Ziel sein und nicht diese Woche ist noch so lala und ab nächste Woche geht's los. Das wäre ein riesengroßer Fehler, den dürfen wir nicht machen. Aber ich habe es auch bei der Mannschaft auch nicht festgestellt, dass sie so denkt. Gut, dann ist die nächste Frage bei Tim Lindenbrüger von Radio Bielefeld. Kein Ton. Genau. Vielleicht jetzt besser. Jetzt besser. Hallo Herr Neuhaus, hallo Samir. Wie sehr darf denn der Zweck aktuell die Mittel heiligen? Also in den Spielen gegen Dortmund und Leverkusen war man defensiv stabiler, andere sagen destruktiver, hat aber auch lange eine Chance gehabt, zumindest auf einen Punktgewinn in anderen Spielen. War das Tor dann hinten offener. Wie sehr möchte Arminia Darmstadt Fußball in der ersten Liga spielen und wie sehr möchte Arminia Paderborn Fußball in der ersten Liga spielen? Immer unter der Prämisse, dass man am Ende der Saison nicht absteigt und es besser macht als die anderen Konkurrenten. Aber wie sehr behält man die eigene Ausrichtung aus der letzten Saison auch in der Bundesliga im Sinne, dass man in die Punkte wiederkommt? An wen waren die Frage jetzt? An beide. Ja, wir haben ja schon vor der Saison gesagt, dass wir versuchen wollen, unsere Art und Weise
des Fußballs auch in die erste Liga mitzunehmen, zu übertragen, dass es dort ein Stück weit schwieriger wird, war uns allen klar, dass dort viel mehr Qualität auf uns wartet, ist auch klar. Jetzt sehen wir an den Gegnern, die wir hinter uns haben, dass sie schon zu der ja wirklich zu der ersten Besetzung der ersten Liga gehören, so dass wir auch mal die Fünferkette probiert haben. Ich glaube, dass wir jetzt unser Spiel ein bisschen weiter nach hinten verlagert haben aufgrund der Qualität des der Gegner. Das mag, also destruktiv finde ich, ist schon anders. Wenn wir uns ab 25 Meter vor dem eigenen Tor aufbauen würden, dann würde ich sagen, ist destruktiv. Aber auch selbst das wäre ein Mittel, was sich jeder Verein, jeder Trainer, jede Mannschaft dann auch selber überlegen muss. Das ist ja nichts Verbotenes. Destruktiv wirkt es vielleicht, weil wir nach vorne zu wenig Aktionen haben. Das war aber nicht so gewollt. Und deswegen ist es für uns Thema der Woche gewesen, daran anzuknüpfen, da einige Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, auch an das Bewusstsein der Spieler zu appellieren, dass wir viel, viel besser Fußball spielen können. Also von daher war dieses Thema bei uns in dieser Woche sehr präsent. Um uns mit den anderen zu vergleichen, am Ende wollen wir versuchen, erfolgreich zu sein. Und wir haben auch zu Saisonbeginn gesagt, dass wir den Spielstil beibehalten müssen, aber haben auch zu dem Zeitpunkt gesagt, dass wir ihn in Nuancen verändern, weil wir alle wussten, dass das in der Form sicherlich nicht zu 100%ig umsetzbar sein wird. Jetzt haben wir, wie der Uwe gesagt hat, natürlich in den letzten Wochen auch gegen die absoluten Top-Teams der Liga gespielt, haben einige Sachen analysiert, angesprochen und das wird sich dann auch zeigen, wenn die vermeintlichen Mannschaften auch aus der anderen Tabellenregion kommen, dass wir natürlich am Ende auch uns mehr Torchancen kreieren müssen, weil es natürlich, das war jetzt eine Extremsituation, aber wenn du nicht auf Tor schießt, kannst dementsprechend dann auch keine Punkte erzielen. Wenn wir keine Punkte erzielen, dann werden wir am Ende auch unabhängig von der Art und Weise nicht erfolgreich sein. Insofern und zu dem Leipzig-Spiel, das sehe ich genauso. Wir sollten Spiele nicht vorm Anpfiff einfach schon wegschenken. Das würde unserer Mannschaft auch nicht gerecht werden. Wir wissen, welche Qualität da auch auf uns trifft. Aber das ist auch eine Erwartungshaltung, dass wir zumindest auch in jedem Spiel von der Mannschaft auch sehen, dass sie alles versucht, dass sie sich wehrt und dass sie versucht, erfolgreich zu sein. Und wenn dann am Ende, was man eingestehen muss, auch aufgrund der zweifelsfrei extrem vorhandenen Qualität der letzten Gegner dann einen Strich drunter macht und sagen muss, da sehen wir einfach, da ist einfach nochmal eine andere Messlatte, ist das okay. Aber ich wiederhole es nochmal, wir sind halt einfach zu häufig in den letzten Spielen nicht an unser Leistungsmaximum gekommen und das ist die Erwartungshaltung, die wir an die Mannschaft haben. Und wir haben Samstag eine neue Chance. Heißt das dann, Samir, Arminia ist jetzt in der Pflicht? Ja, wir sind jede Woche, alle sind wir in der Pflicht, aber wir wollen doch immer das Maximum. Also das ist doch besser, wenn wir sagen, wir glauben daran und wir wissen, dass die Mannschaft sogar noch mehr kann. Das ist jetzt nicht, dass wir sagen, jetzt Samstag Pistole auf die Brust, ihr müsst jetzt mehr. Das ist eher nur, wir wissen, dass sie mehr können und wir leben gerade alle in einer extrem schwierigen Situation und auch das muss man sich ja wieder vor Augen lasst uns alles geben, lasst uns alles reinwerfen, dass wenn die Situation so scheint, wie sie momentan ist, keiner weiß es. Wir haben alle letztes Jahr in jedem Spiel alles dafür gegeben, um uns diesen großen Traum zu verwirklichen, in großen Stadien, in vollen Stadien zu spielen. Da sind wir momentan, ohne etwas dazu zu tun, sehr weit von weg. Und wir sollten in jeder Minute alles dafür geben, dass wir nächstes Jahr nochmal diese Gelegenheit haben, in diese Stadien zu fahren und in der allerwichtigsten und größten Hoffnung, dass wir dann alle gemeinsam die Pandemie in den Griff bekommen haben, dann in vollen Stadien spielen. Das muss man sich vor Augen rufen und das werden wir versuchen, nicht mehr oder nicht weniger. Dann hat die nächste Frage der Michael Richter vom Kicker. Ja, Samir, ich hätte von dir auch gerne gewusst, mal in Bezug auf den Gegner RB Leipzig als solches. Es gibt ja Menschen, die, und Markus Rehe gehört ja auch dazu, die sagen, das ist eigentlich gar kein richtiger Verein. Bist du auch dieser Auffassung, dass da ein anderes Gebilde in dieser Liga mitspielt? Oder ist es auf der anderen Seite vielleicht sogar ab und zu mal so, dass du still und heimlich mal denkst, ach ja, wenn ich das mit meiner Situation hier in Bielefeld vergleiche, hätte ich doch schon ganz gerne mal die Möglichkeiten, die die Kollegen da am Standort Leipzig serviert bekommen.
Da gibt es ja auch noch den einen oder anderen totalen Traditionsverein, der auch über deutlich mehr wirtschaftliche Mittel verfügt. Also insofern, das habe ich ja schon mal gesagt, wir jammern hier, keiner jammert hier und fordert. Und wir würden es halt gerne einfach mal ausprobieren, um zu gucken, wie man es macht. Weil unterm Strich, egal ob das jetzt ein richtiger Verein ist und wie viel Tradition die haben, ist gar nicht ein Thema, auf das ich so großartig eingehen will, sondern erstmal sagen muss, was man denen ja mal zugutehalten muss. Alle, die dort am Ruder sind, machen einen sehr, sehr guten Job. Natürlich haben die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die haben das aber auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut und sehr schlau eingesetzt. Also es gibt andere Vereine, die vielleicht ein bisschen mehr Tradition haben, die das Geld, was sie zur Verfügung hatten, ohne dass ich da jetzt jemanden konkret an den Pranger stellen möchte, aber das muss man ja auch mal wertschätzen. Die haben die wirtschaftlichen Möglichkeiten, ja, die haben wir auch gerne, aber die haben auch, machen auch sehr viel Gutes daraus. Also und das andere ist, natürlich ist das nicht der Traditionsverein, aber da könnten wir jetzt eine Sonderveranstaltung zu machen, sondern ich bewerte, wenn ich mir anschaue, was an anderen Standorten, natürlich auch mal, wie arbeiten die speziell im sportlichen Bereich. Und man kann viel Geld haben und es verbrennen, und ich finde, die haben viel Geld und verbrennen es zumindest nicht unsinnig. Die nächste Frage kommt von Dirk Schuster vom Westfalenblatt. Walder von dem Kollegen Michael Richter sehr gerne einmal aufnehmen und an Uwe Neuhaus weiterspielen. Herr Neuhaus, ist es ja bekannt, Sie machen da überhaupt gar kein Geheimnis draus, dass Sie ein großer Freund der Traditionsvereine sind, haben bis jetzt auch ausnahmslos als Trainer für solche gearbeitet. Wie betrachten Sie dieses Projekt, dieses Konstrukt RB Leipzig? Ist das etwas, was Sie sehr kritisch beäugen? Und wie ist das beispielsweise, wenn RB international spielt? Haben Sie dann gewisse, ich würde sagen, Emotionen? Hat man die überhaupt noch als Trainer, wenn dann andere Vereine spielen, nicht der eigene? Im Sinne auch vielleicht des deutschen Fußballs und des Rankings. Wie ist da Ihre Gefühlslage? Wie denken Sie über RB? Also als Trainer hat man auch noch Emotionen und Gefühle. Also von daher kann ich Sie beruhigen. Nein, ich sehe es ja natürlich aus sportlicher Sicht. Ich weiß auch, dass Sie sehr viel finanzieller Art zur Verfügung hatten, aber das, was sportlich geleistet wird, das ist schon wirklich absolute Klasse, das muss man schon sagen. Auch mit viel Geld was Vernünftiges aufzubauen, ist schwierig. Das haben sie eindrucksvoll geschafft, auch innerhalb von kürzester Zeit. Das war so, ja, in der Form, wie es angegangen wurde, nicht aufzuhalten, und den Lohn, den ernten sie jetzt im Moment, und ich glaube, es wird auch auf Dauer gesehen wirklich ein ganz ernsthafter Konkurrent für die beiden Topclubs, die die Meisterschaft fast immer unter sich ausgemacht haben. Und wenn deutsche Mannschaften international tätig sind, ob es Champions League oder Euro League ist, dann habe ich natürlich schon unseren deutschen Mannschaften die Daumen gedrückt. Also das, denke ich mal, ist selbstverständlich. Michael, du hast noch die virtuelle Hand oben, oder hast du noch eine Nachfrage, oder war das noch von gerade? Da ist sie weg. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Jetzt der Philipp Kreuzer hat noch mal die Hand gehoben und danach noch mal Dirk Schuster. Ton fehlt. Philipp, bitte nochmal im Mikrofon. Ja, genau. Der Klassiker. Zum Personal. Habt ihr dazu schon was gesagt? Sind alle dabei? Fällt jemand aus? Ja, sie sind alle gesund. Kommt alle trainieren. Ja. Corona-Test war negativ komplett, der letzte? Alle, ja, die letzten beiden mal wieder. Ist ja schon außergewöhnlich, was da passiert, wenn man auch andere Vereine, die Situation in anderen Vereinen dann auch mal sieht, wie konstant, wie diszipliniert ja, diese Mannschaft mit dem Thema umgeht, das ist schon beeindruckend. Alles negativ. Alles klar. Ja, ich würde sehr gerne noch an Sami Arabi und an Uwe Neuhaus die Frage stellen, weil nur wenn wir sozusagen mit dem Spiel durch sind, und zwar würde mich schon interessieren, wie Sie beide die Nachricht gestern aufgenommen haben vom Tod Diego Maradonas. Herr Neuhaus, Sie sind nahezu ein Alter, ein Jahrgang mit Diego Maradona, haben also sozusagen Ihr ganzes Leben mehr oder weniger dann auch Fußballerleben und Trainerleben und auch mit diesem Spiel ein Stück weit erlebt.
Wie gesagt, an Sie beide die Frage, wie ist das bei Ihnen angekommen? Verbinden Sie beide mit ihm gewisse Momente möglicherweise sogar? Wie haben Sie ihn zu Lebzeiten betrachtet und wie gesagt, ist die Nachricht vom Tod gestern bei Ihnen angekommen? Ja, ich glaube, ich bin ja sogar noch älter als er seit heute. War natürlich ein absolutes Idol, wobei ich glaube, für mich war Pelé, der ja auch dann nochmal ein kleines bisschen früher in Erscheinung getreten ist, der Bessere, der mir eher zugesagt hat. Vielleicht waren es die Geschichten drumherum, die dazu geführt haben, dass er einer der größten Fußballer aller Zeiten war, denke ich, ist klar. Aber mein persönlicher Favorit war Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Also das war mein Favorit. Ja, ich bin ja ein Tick jünger. Die Beziehung, ja, für mich war es halt so 86, das WM-Finale, ich war da 7. Also insofern, das ist so das erste Mal, was mir da ziemlich prägend in Erinnerung geblieben ist, habe ich halt genau vor Augen, wie ich das mit meinem Vater damals geschaut habe. Also insofern, und dann natürlich schon eine außergewöhnliche Fußballerkarriere. Also insofern dann auch die persönliche Beziehung, wie gesagt, ja, auf der Ebene, dass es dann damals dann doch schon Kämpfe gab, ob man das ganze Spiel gucken muss oder zur Halbzeit ins Bett musste. Also das ist so diese Beziehung, wo er dann natürlich auch in dem Spiel extremst positiv aufgetrumpft hat. Gut, gibt es noch Fragen oder war Diego Maradona der krönende Abschluss dieses Gesprächs? Dann hoffen wir, dass wir in Leipzig ein gutes Spiel machen, ein gutes Spiel sehen und vielleicht eine kleine Überraschung mit nach Hause bringen für den Trainer jetzt noch nachträglich zum Geburtstag. Ich danke Sami Arabi, ich danke Uwe Neuhaus, auch allen anderen, die heute dabei waren und bleibt gesund, noch eine schöne Restwoche, bis dann. Danke, tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ciao.